Okay. Information für die Jäger, Bomber und Zerstörer sind vollständig solo, alles solo. Ja, Victor, der Bahner, bei uns wird es noch 2-3 Minuten aktuell dauern. Lisa kreisend um Abbeville in Halo jo. 3. Sollte alles zeitlich schon noch klappen. Ja, Tendenz steigen, da uns könnt ihr locker einholen, bis wir auf 6000 oben sind. Dauert. Er dreht sich da vor mir? 7. Ja, rote 3 wusste jetzt auch noch nicht so genau, wo sie hin will, deshalb musste ich nochmal abbremsen. Rote 3. Wir starten mit den gelben Feldern, der richtige Fahrplan. Das ist mir zu viel Chaos. Ich tut euch einfach davon links davon sozusagen aufstellen. Ja, ja, macht eine Reihe hintereinander, ganz gut. Ich weiß ansonsten nicht, wer hier Kühler so nicht vergessen, ist das andere Thema. Rakete links. Nächste Brühe, lass uns sammeln. Nochmal für ein paar Sekunden. Mit Dewey vor allem über 10 Sekunden. Kühler, mach du vor mir bitte. Rakete. Rakete. Rakete rechts. Jetzt auch einen Track. Rakete links. Rakete rechts. Solo. Es geht nach dem Start in eine ganz leichte Lisa. Solo. Steigend. Rakete links. Solo. Rakete rechts. Solo. Solo. Dieser Winter, früh, baby. Solo. Bomber sind auf Sicht auf der 11 Uhr der Führungsmaschine. Haben euch in Sicht. Solo. Vitamine, super. Ah, du hast Whisper zu Lebano, oder? Okay. Negativ, der ist doch hier im Kanal, also so, einfach ich hier reinquatschen sozusagen. Ich gedacht, der ist bei dem Bomber irgendwo speziell im Kanal. Nee, nee, die sind jetzt hier geblieben. Okay. Sag doch mal Leistung bitte, Gottes Willen. 1-0 ATA bisher. Rausch hier sonst an dir vorbei. Die Rottenführer mal bitte zuhören. Mal kurz korrigieren, wenn es nicht stimmt, ist natürlich Karaja und dann Storm und er Gordon geht in der Linie, an. Hintereinander. Yellow und Gordon nehme ich an, machen wir zwei Formationen. Yep. Victor. Okay, Victor. Dann teilen wir das folgendermaßen auf. Karaja und Moritz fliegen vorne rechts. Ich werde mit Henny hinten links fliegen. Doch, Gordon hinten Fehler, rechts, rechts und wollen. Yellow und Storm vorne links. Okay. Wir drehen weiter über Lisa und wieder rein an die Bomber. Victor. Ich sehe dich, ja, ich bin dran, ich bin dran. Bin auf deiner weiten 6. Auf der 4, 5 Uhr hoch ist ein Einzelkontakt hinter den 110ern. Das könnte interessant werden. Könnte ruckzuck sein, oder? Nein. Oder? Ich habe jetzt zwei Kontakte. Ich sehe da mehrere Kontakte, 2-3 Kontakte sehe ich da. Dann können es ich, Yellow und Henny sein. Also auf der 5 naja, auf der 5 Uhr der und Bomber. Und auf Kondens ist auch noch was. Ja. Auf der 5 Uhr hoch. Ja, wir haben Kondenser. Rote Yellow ist im Augenblick auf der 8 der Bomber. Feindmaschine. Ja. Feindmaschine 4, 5 Uhr der Bomber, Halo ist 55. Kannst du die angehen, Karaja? Ja, ich versuche sie gerade anzugehen, ich bin geholt mit ihr. Die anderen bleiben auf Position und Rom aber ran an die, also an die Bombe, aber immer schön oben bleiben. Hat mich und Moritz aber gesehen, kurft gerade. Da kümmert ihr euch bitte drum. Der Kondensler gehört zu uns. Frage? Bestätigt? Direkt über den 110ern hinterhalb ist ein Kondenskontakt. Yellow, wir haben Contrailer auf unserer hohen 6. Dicht, das ist einer von uns. Angeblich. Ist das bestätigt, Yellow? Ja, sieht aus wie eine Fanmaschine. Moment. Ja. Ist eine Spitty oben auf Kondens über den Bombern. Ja. Die wird erstmal ignoriert, ihr haltet einfach Position und die Führer halten immer mal Kontakt mit der. Aber ansonsten halt eure Position, die soll nur die anderen ranführen. Also es wird bald spannend. Karaja, kommst du dann bitte auch schnell wieder zurück, ja?
Ja, wir sind jetzt gerade mit der Speedier beschäftigt. Ja, dann lass die. Beschäftigt sein ist schon wieder zu lang. Bring die ab und komm dann zurück. Ja gut, die ist, hat sich nicht runterdrücken lassen, die ist jetzt auf unserer Höhe, hinter den Bombern halt. Aber ich versuche mal Richtung Bomber wieder zurückzukommen. Ja, mach das, wir brauchen dich, wir sind ja viel zu wenig und zu. Boah, gut aufpassen. Ja, Bomber scheinen jetzt hier zu leiden auf Bahnhof 4-0. Bei denen fühlt sich ja gerade das Teamspeak bei den Roten. Ja, 4-0, genau. Ja, ich nehme jetzt wieder Sicht auf. Die weiterhin auf Kondens. Ich hab hier Peilung 270 auf 6. Ja, das wird das mit die Kondens sein, die Kurve, die ganze Zeit hier über den 110ern. So, Bomber werden jetzt deutlich schneller. Wir sind horizontal. Ja, das ist eine gute Info. Passt auf, Jäger. Die werden jetzt wirklich relativ zügig. Zacke schnell, Achtung. Wir haben die Küste jetzt relativ nah vor uns. Bega, nochmal zur Info für dich. Wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer vor der Wilmington-Spitze auf Faro 4-0. Immer noch Kurs 3. Einzelkontakt ankommend auf der 2 Uhr, 3 Uhr der Bomber. Höhe? Höhe 5 ungefähr, alle 50. Das müsste ich sein. Ich war auch 2 Kontakt. Vorsicht, die Spitty flutscht runter. Ja, oh ja, schießt auf mich, ja. Puh, danke. Aufpassen, jetzt steigt wieder hoch. Ah ja. Gott sei Dank nichts. Lass dich von der nicht zu sehr außer Tritt bringen. Bleib bei den Bombern, die alle frei sind. Und wenn einer hat, wenn einer die kriegt in die 6, dann versucht sie irgendwie ein bisschen wegzuziehen, nach unten zu drücken, die auch nach unten zu ziehen. Beschäftigt euch nicht zu lang. Passt mal auf Halo 55, die Jäger. Ich glaube, die Spitty ist jetzt direkt über euch, okay. Wieder auf Kondens. Ja, die ist wieder auf Kondens. Ja? Okay, ich gehe an die ran ein bisschen. Halt die unter Sicht. Hat sie was getroffen, Karai, oder? Nee. Gut so. Ich hab schnell mal am Stick gerüttelt und er ist mit Überfahrt. Nein, die kommen noch nicht runter. Oh ja, leicht jetzt angedrückt hat sie, sie ist unter Kondens. Ja. Aber sie stürzt noch nicht. Ich hab sie im Blick, also wenn sie runterkommt. Wir haben Kontakte auf der 4 Uhr der Bomber rankommen. Vorsicht, mehrere, 4 Stück. Ich glaube nicht, dass das alle von uns sind. Kondens werde bestrahlt. Kondens kommt jetzt runter. Spitfire ist doch runtergekommen. Ja. Keine Schäden. Da kommt Kontakt auf der 4 Uhr rein. Vorsicht, die Kondensbit geht auf die 110er runter. Ich kann da nicht rankommen, die ist noch viel zu viel Energie. Ja, die geht jetzt ran. Mitten in der Formation. Victor. Ja, ich gehe ran, aber ich komme halt nicht ran, bevor die schießt. Ja, normal. Alle anderen bleiben erstmal oben wegen einer Spitty. Ja, die geht zu den vorderen 110ern durch jetzt. Ja, die ist jetzt mitten im Pulk. Geht wieder hoch. Ist durch. Ja. Keine Schäden. Gut. Mehrere Spittys kommen auf der 5 Uhr ran, wenn ich es richtig sehe. Hallo, etwa 50. Seht ihr die? Bitte wieder Formation einnehmen, wenn möglich. Ja. Spitty kommt nochmal in die 110er rein. Danke. Ich hab was in meiner 6. Hintere 110er, 8 und 6, jetzt. Okay, wir haben jetzt mehrere Spitfires hier in der 6 Uhr, auch der Bomber. Mach mal hier fliegen. Sicht bitte, ihr Jäger. Achtung! Bomber, Führungsbomber dreht jetzt über Roll. Speed hat leider eine 110 getroffen. Victor. Speed stürzt weg, ist draußen, nicht hinterher stürzen. Ja, die macht nur einen Abschwung, die kommt wieder hoch. Ne, aber die wird jetzt eine Menge Energie verloren. Ich bin auf deiner 6 noch, ja. Nochmal zur Info, Bomber und Zerstörerformation dreht über Roll. Kurzwechsel über Roll. Ja, gut aufpassen, Bomber über Roll. Du, ich bleib einfach an dir dran, weil wenn ich hier alleine dran irgendwo hinfliege, ich bloß verloren. Gerne mal die 6 immer checken, wenn du kannst. Ich bin nämlich eher... Ich bleib an dir dran. Ich bleib an dir kleben. Ja, nee, ich meine auch die 6 checken bitte mal gerne. Ja. 109 mit Wasserkühlerschaden. Müssen wir... Oh. Ich habe jetzt... Ich ziehe eine Spitfire über den 110ern auf Halo 47, schießt aber auf extreme Distanz. Ist einer bei den 110ern, der mal die Speedy anschießen kann? Ja, Pitch. Zieh die da weg, Karaja. Kann dir da nichts, oder? Vorsicht, jetzt kommen eine Speed und eine Hurricane hier rein. Von der 6. Bomber. Dann aufpassen. Kommen jetzt gerade in die Formation rein. Nicht auf die Bomber verloren. Noch. Ja, die sind jetzt gleich an der Küste. Die sind gleich an der Küste bei Hastings. Küste hoch.
Wir sind leider auch ein bisschen weg, dauert noch ein bisschen wieder. Letzten Bomber im rechten Bereich kriegt jetzt 6. Wir haben eine Hurry auf unserer. Ja, die Harry, die Harry versucht mich anzufehlen. Vector, Feindlinge eine Bombe. Ihr jetzt kommt Vector, 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 bin dabei. Jetzt mal zum Nahjagd. Kriegt ja nichts, wenn ihr jetzt da oben rumbleibt. Vector. Hurricane immer noch direkt innen drin. Ja, ich versuche die Hurricane anzugehen, aber ich komme nur relativ langsam ran. Menschlehr 110. Ja, Feindmaschinen in der 6 Mitarbeiter. Zweite Hurricane bei uns drin. Schöne Treffer. Victor, da vorne noch einer? Du hier, da kommt einer hinter uns rein. Die Jäger, bitte kommt jetzt nah an die Bombe ran. Direkt in die Bombe am besten rein. Wir haben hier mit. Victor, 6. Victor. Wer jetzt oben ist und noch guckt, wo was ist, egal. Einfach runterkommen jetzt direkt Victor. Dran. Victor. In der 6 sind jetzt viele Kontakte. Ich geh rein. Bleib bitte vorne, wenn es geht, Jäger, wenn vorne jemand noch Kontakte sieht und vorne ist. Die hinteren sind nicht so gefährlich. Ja, da hat eine 110-6, ich komm hinter der Hurricane jetzt wieder ran. Die 110 kurft, wie verrückt. Ich hab dich verloren, ja. Aber ich bin jetzt auf der 6 der Bomber. Okay. Etwas unterhalb Bomber in Sicht. Hurricane kommt rein, auf der 6. Draufgegeben, Hurricane ist durch, hat keinen Motor mehr. Victor. Hab ebenfalls einen erwischt. Sehr schön, sehr schön. Eine Spitze haben wir noch hinter uns, die gefährlich ist. Jo. Schnell ran an die Bomber wieder, Jäger. Jeder, der einigermaßen frei ist, sofort ran, so schnell es geht. Nicht Höhe machen oder Boah, so erstmal nur ran. Victor, da kommt eine Hurricane aus der langen 6 der Bomber ran. Oh. Sehe ich, Victor, eine Spitze, die eine steigt in der Lisa, da gehe ich mal drauf. Durchfragequelle ist Feuer hinter der 6. Wir sind fast bereit. Entschuldigung. Jupp. Direkt an der Küste. Ich habe noch eine Hurricane angeschossen, hat das Seitenruder verloren. Ich bin jetzt. Ich kann Höhle zu sein, genau. Naja, ich ziehe schon wieder Richtung Bomber. Ich bin nur leider 5 Kilometer hinter denen. Wie gesagt, jemand, der einigermaßen vorne ist, geht lieber vorne. Hinten, da sieht es ganz gut im Moment aus. Von vorne welche rein. 110 mit Wasserfahne hat eine 6. Genau. Ja, das ist Pylon. Die, die zurückfallen, werden attackiert. Victor, ich sehe die 6, ich gehe drauf auf der Wasser. Bis gleich auf die Spitze. Achtung, der 109 hat 6, die steigt gerade über Rolf. Fuck, ja, stürze runter, Küste entlang. Die dürfte nicht auf Hallo 40. Ist frei, wer auch immer das war. Victor, ja, danke. Oido. Ah, die geht auf mich weiter. Stell dich momentan drauf ein, wir haben noch 1-2 Minuten zum Abwurf. Wir sind schon im Modus 22, Lymp ist voraus und Talkage auch. Noch ein kleiner Tipp, wenn die 88er schmeißen, wartet nicht. Eure Bomben fliegen ein bisschen weiter, versucht mich anzugehen. Eingerichtet ist. Also schnell werfen. Hey, 109er, bitte trefft mal was. Mir geht's gut, danke. Ich stütz rein, ja. Vorsicht, die 109, die hinter das Achtung, Tank hat selber 6. Steigen der 106, ja. Bin dran. Vorne bei den Bombern sehe ich gerade keinen Jäger. Haltet euch da nicht alle zu einem Haufen auf, bitte. Ja, gut, ihr sehr schön. Ich bin auf der Kriegt zu den, Bombern auf. Ja. Macht es. Die sind im Moment vorne sehr frei, aber wie gesagt, da können von vorne welche kommen, dann wird's übel. Ich wollte gerade sagen, vorne haben wir gar keinen Jagdschutz, irgend alle hin. Schön sind jetzt 8 mehr oder weniger und gefolgt von der 9. Bomber insgesamt, die jetzt gleich werfen werden. Oh, war das einer von uns auf Redstone? Ja, ja. Das war ja der. Ja. Deiner zweiten Salve. Die erste ging auf Redstone. Oh, die ging da aber daneben, gell? Ich sehe 210 über Littlestone tief. Das sind unsere beiden. Ich glaube Freiberg und Pylon, gell? Über Hawkins, ich komme nicht mehr zurück. Schmeiß ab. Ja, linke ist unten. Da wird eine 109 noch von auf Speed verfolgt.
Mach mal genauere Angaben bitte. Ja, zwischen Hopkins und Littlestone. Misch jetzt mal die Speed an. Höhe? Oh, 20. Passt auch, wenn es einer von uns sein sollte. Oh, nee, 109. Was machst du für eine Scheiße wieder mal? Also zum Gefühl her müssen die Bomben noch längst gefallen sein. Ja, ich sehe gar nichts. Ordentlicher Flugverkehr. Ich sehe keine Einstiege. 85 geht stark über Rolf und Sturz. Achtung, aufpassen. Für den da jetzt. Ich würde sagen, wir lösen uns den Wert manuell ab, oder? Bomber drehen über Rolf. Wenn der stürzt, dann macht es. Wir sind runter. Bei Dover. Ja. Boah, der dreht hart um nach Rocky. Ja, wir bauen Hanseaten. Gas raus. Achtung, die Bomben haben über Rolf gedreht. Alle Jäger gehen jetzt bitte mit runter, die Bomber gehen wirklich auf Null, sind jetzt über Dover Stadt und fliegen zurück nach Hawkins Flugfeld. Victor, haben die so lange runter angeflogen, du? Scheiße, ey, echt. Die wollen noch ein bisschen mehr Action, es war noch zu langweilig. Versucht nicht die Führungsmaschinen zu überholen, das ist schwer, ich weiß, aber versucht dran zu bleiben. So. Jäger geht mal so auf vielleicht 30 oder so mit runter und wenn dann was kommt, dann sind wir schnell unten bei denen. Victor. Ja, Leban, und du bleibst ja dran, gell? Das ist schön, dann haben aber wir immer einen Fixpunkt. Der geht auf Folkestone, nicht auf Hawkins. Also ich drehe jetzt auf Hawkins und da die Bomben ab. Ich bin auf der linken Seite. Die drehen aber auf Hawkins gerade. Ah, negativ. Torredo. Speed Hurricane Pilot gekillt. Torredo. Also 110er, wir setzen Angriff fort. Die Bock wollten uns nur hinführen. Unten steht übrigens eine Maschine am eher östlichen Ende. Stimmt, die hole ich mir. An die Gepauke. Gibt es neue Befehle? Hawkins tief seid ihr jetzt. Ja. Bin gerade okay. Ja, ich bin über Folkestone auf Halo 30. Werde mal hier Höhenschutz geben. Hopp los. Jawoll, Horido. Direkt über dieser raus. Horido, Gottel. Korridor. Direkt Feind am Platz aufpassen. Feindmaschine von in der Luft am Platz, ich stürze drauf. Hallo, das ist eine 88, die Hawkins auch bombardiert, auf Hallo 40, die hat eine Speedy dranhängen. Ja, hab dranhängen. Ich passiert, ich gehe aber runter auf die Hurry, ist es glaube ich. Von der 10er, wir machen direkt Kurs Finchpoint, Kühler auf Hälfte zu, Vollgas. Also schnell es geht. Gelb 1. Bei Feindmaschinen, bei Hawking, sorry. Ich gehe auf die in der Lisa, in der 109, in der 110er Lisa dran. Victor, berühre. Horido. Können wir mal hier? Ich bin über Hawkins, stürzt gerade auf eine Speed am Deck an. Victor. Die 109er zieht euch raus, bitte. Die Bomber sind schon raus mittlerweile, die sind leicht nassen Fußes. Also nehmt Kontakt mit den Bombern auf, haltet euch nicht zu lange bei Hawkins auf, bitte. 110er? Ah, shit, Speed hat mich gesehen. Ja, aber die sind selber voll, die Einzelnen. Ah, okay. Ja, ich zieh mich jetzt auch Richtung Süden raus. Keine Höhe mehr machen oder so großartig, wir hauen jetzt schnell ab. Ja, das war jetzt verlockend, ne? Ja, sorry, musste ich. Ja. Und da landet eine 110 auf Hawkins. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ey, die folgen sich mal, wir sind frei, wir können steigen. 110er, wir steigen. Kühler auf. Oh, schön. Ich hab gerade geguckt, wer es ist, aber ich kann deine Nummer nicht erkennen. Er sagt schon ein bisschen. Louis, wir hatten die Bomber geführt, aber es sind die 88 geführt. Wir haben einen hohen Kontakt. Die Rock, glaube ich. Ah, ne. Vergiss es. Ich muss mich rausziehen, K.A. Irgendwas hat mich erwischt. Hui, auf unserer 9 haben wir einen hohen Kontakt. Auf unserer 9. Ich war jetzt, aua. Ja, ich glaube, das hat sich gleich. Ja. Ah, mehrere, 1, 2. Ich glaube, du wärst auch noch mit dabei gewesen. Ne, ich bin etliche Kilometer auf Wasser schon heraus gewesen und bei einem Luftkampf. Verdammt. Nicht überfuchst und selbst. Hallo, 30 in etwa. Das ist gut, der Bomber dürfte jetzt in wenigen, in ein, zwei Minuten oder einer Minute dann. Jetzt steigende 106, zweimal. Gerade über Rolf, bei südlich, östlich von Lillstone.
Ich bin blind auf die Kontakte hier, du kannst dir gerne meine letzten 20er in die Maschine da reingeballert. An die 110er, wir nehmen Gas raus und sinken. Mann, dieser Soundbug, ey. Da wird eine 109, die wegstürzt, von der Speedy verfolgt. Yep. Richtung Frankreich. Bin ich. Ja, zieh einfach, stürz einfach weiter, flieg grad, ich komm hinter euch ran. Alles klar. Ich habe zwar keine 20er mehr, aber vielleicht kann ich ihn mit dem GS weg scheuchen. Doch, hab ich da auch nicht viele Bomben hier noch in der Luft. Ja. Ein Stück zähle ich mindestens. Schön. Das sind gleich Fringe Point. Fuck, ich hab 6, ja, zweimal gestürzt Richtung Fringe Point. Wir landen auf dem Markies. Wo bist du genau? Really? Östlich von Littlestone. Da ist noch ganz groß Dogfight. Ja, ich versuch jetzt abzuhauen. Jo, nee, schaffe ich nicht. Wasserkühler. Ah. Ja, knallt. Immer wenn ihr eine Positionsangabe macht, nimmt die Höhe dazu. Wir spielen 3D Schach, nicht 2D. Was ist das? Ja, was ist das? So, Speed wird abgelassen, hat Wasser und etliche Schäden. Ist frei. Danke. Soll ich mal fragen, wie es aussieht, wegen dem zweiten Flug? Bin dabei. Kannst machen, aber ich bin nicht dabei. Bin auch dabei. Dabei. Jo. Sollen wir dann nochmal starten oder seid ihr eh schon alle in der Luft? Ich glaube, es ist nur hier am Boden. In der Luft haben wir 200 Liter, vielleicht ein bisschen knapp. Ja, wenn es ist, dann können wir nochmal gemeinsam starten oder irgendwie sowas, wenn ihr Lust habt. Ui, genau. Ich lande mal hier beim Marquis. Jawohl, mach nochmal einen Überflug über die Bomber. Sollen wir dann gleich wieder vom Marquis starten am besten, oder? Nur mein Jäger wartet noch mal kurz, es wird gerade besprochen. Oh, Feuer einstellen, 110 bitte. Ja, da landet gerade eine 109 in Gegenrichtung Nord nach Süd. Oh ja, sehe ich. Nicht ja. Die Querbahn. Das klingt so cool, wenn die sich zerlegen. Wenn sich wer zerlegt. Die Zerlegermunition. Achso, ja. Die Munition. Limbo, spielt Limbo. Ihr müsst unter den MG-Strahlen durchfliegen. Challenge accept. Auf geht's. Aber vor unserem Bug direkt natürlich. Ja, Wende. Oh. Bin gleich da. Hier ist dein Strahl. Ja, das ist klar, ich fliege durch. Bin gleich da. Doch näher an mich ran. Drei. Na gut, mal erstmal zum warm werden. Eins. Ja, das war nicht accepted. Du warst zu hoch. Hast du die Einschläge gehört? Ja, Höhenruder beschädigt, aber nochmal. Aber mal ganz kurz, die Bahn überlegst du nochmal. Die wollen einen ganz schnellen Einsatz machen von Südkerk und diesmal einfach einen flachen Angriff nochmal auf Hawkins mit 110ern, C7. Also ich würde ganz schön, in einer halben Stunde sind wir alle wieder zu Hause. Und losgehen wird's in knapp 5 Minuten, oder 5 Minuten. Das ist meine Ansage. Nicht funke, gell? War doch an sich ganz nett, oder? Dann bin ich nochmal dabei, wenn's so schnell geht. Ja. 5 Minuten von selben Zielplatz mit allen. Nee, Südkerk diesmal. Südkerk, achso, stimmt, Entschuldigung. Ja. Ich schau mal gerade, ob auf da geht's. Auch. Ich würde sagen, dann starten wir alle da, oder? Da gibt's auch E1 und E3. Südkerk? Ja, gibt's auch. Ist halt dann als ganz nettes Bild noch, gell? Da nimmt ihr aber weniger Sprit mit. Nimmst du wieder den 110 gewonnen? Ja. Okay, dann mal ganz kurz bei den Jägern gefragt, oder vielleicht kommt jetzt noch eine dazu. Ist es. Könnt ihr nochmal ganz schnell sagen, wer dabei ist? Penny dabei. Goldi dabei. Yellow, Godde. Staum dabei. Ruckzuck. Freiberg. Karaya Moritz dabei. Nicht. Karaya auch. Freiberg neu dabei, gell? Und Robson fliegt auch mit. Robson auch, geil. Hallo Robson. Also 110 wieder, ne?